Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist der Chris und es ist wieder Zeit für eine Battle Force Box, nämlich die von den Imperial Knights. Und was uns Tolles erwartet, zeige ich euch natürlich gerne einmal. Also wir sehen jetzt hier auf jeden Fall schon mal einen großen Knight plus vier kleine Amigas. Oder in Deutsch, wie heißen sie in Deutsch? Der Große heißt jetzt, Preceptor Ritter und die anderen heißen Schwertknaben. Ja, und Sperrknaben. Naja, was soll mit diesen eingedeutschten Geschichten? Ich weiß nicht. Amiga fand ich ganz cool. Wie die Box von innen aussieht, zeige ich euch natürlich gerne auch einmal. So, da hole ich sie jetzt aber raus. Und wir sehen eine Menge Plastik. Natürlich sind halt auch große Modelle. Und was toll ist, schon mal so im Vorfeld, man erkennt direkt, welche Decals man wohin tun soll. Das finde ich bei den Knights immer sehr, sehr toll. Ne? Und es ist echt ein dickes Büchlein, weil wir haben eine Menge Bauoptionen für den großen Ritter. Kann man natürlich auch unter anderem auch als Charaktermodell benutzen. Und naja, den Amiga. Und wie wir sehen, das ist echt sehr, sehr, sehr viele Gussrahmen. Ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall was für die Amigas. Genauso wie hier. Also ich denke, die ganzen kleinen sind alle für die Amigas. Das sieht auf jeden Fall nach einem großen Knight aus. Hier ist das Cockpit. Hier ist schon mal einmal die kleine Base versteckt für das Charaktermodell. Also für den Piloten des Großen. Genau, und hier haben wir jetzt viermal so den Buddy-Aufbau der Amigas. Ja, viermal. Also das war alles jetzt nur die Amigas. Natürlich haben wir jetzt hier den Großen. Ne? Also wir haben jetzt hier die Seitenwände, die großen Schulterpanzer. Von dem Großen, genauso wie hier, ein gigantisches Kettenschwert, genauso wie hier, noch mal ein paar Waffenoptionen, noch mal ein bisschen für die Beine und eine Menge Decals und große Bases. Ne? Wir müssten hier, wir nehmen das mal hoch, viermal eine große Rundbase haben, die große für den Knight. Ein Dekelbogen für die Knight, also für die Amigas, zwei für die Amigas und den großen für den Knight. Ja, und das war die Battle Force Box der Imperial Knights 2022.